Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel YP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, ich bin hier draußen gelandet, als ich das Spiel gestartet habe. Und ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal noch mal rein. In der letzten Folge sind wir erfolgreich geflüchtet von diesem Inquisitor, diese weibliche Sith-Inquisitorin. Und ja, wir haben jetzt zwei Leute getroffen, die uns helfen wollen, den Jedi-Orden wieder aufzubauen. Und wir so, okay. Und ja, wir waren noch dabei, uns das Schiff hier ein bisschen uns ein bisschen anzusehen. Und ja, gucken wir mal. Hast du es hier? Hä? Das gehört nicht zu meinem Job. Aber wenn es dir was hilft, ich nehme auch nicht jeden Job an. Sie ist eine von den Guten. Hoffentlich hast du recht. Das habe ich meistens. Und jetzt los, Kleiner. Schleich nicht auf meinem Schiff herum. Doch. So, wir sollen irgendwie Pflanzen einsammeln oder so. Das habe ich herausgefunden, als ich hier das Ding angesprochen habe. Und ja, hier war irgendwo ein Speicherpunkt oder ich glaube da, ne? Und ja, mehr gibt es hier glaube ich auch nicht. Ich kann mein Lichtschwert modifizieren, anpassen. Gucken wir mal. Kann ich jetzt schon die Farbe ändern? Ich kann jetzt schon grün machen, das ist... Das Spiel ist awesome. Ich habe auch irgendwie so Codes bekommen, weil ich irgendwie mir das Spiel vorbestellt habe, aber ich habe die noch nicht eingegeben. Damit kann ich, glaube ich, die Lichtschwertfarbe auf Orange hier, oh ja, umändern. Und ich glaube, zwei Griffe habe ich auch noch dazu bekommen und ein Skin für einen Druiden. Ich nicht wahrscheinlich noch irgendwann bekomme. Und ja, habe ich aber noch nicht eingegeben. Alles werde ich vielleicht mal so im Laufe der Zeit mal irgendwann machen. Und ja, gucken wir mal hier. Holotisch benutzen. Hier bin ich, ne? Alles klar. Okay. Entschuldigung. Ja, gibt halt noch nicht so viel, was ich hier entdeckt habe auf diesem Planeten, weil wir gerade erst angekommen sind. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus und gucken, was hier draußen los ist. Ich habe schon irgendwie so Viecher da rumfliegen gesehen. Und ja, erstmal. So, da ist dieser Angriff, den ich mit dem Skill freigeschaltet habe, ne? So, da kann man aber nicht in einen Kombo reinpacken. Jetzt mal gleich, alles klar. Gut, dann fangen wir mal an. Was ist das? Da kam irgendwas raus. Kommt wieder raus. Okay. Ich schaue mich erstmal hier so ein bisschen um. Ich dachte erst, wir können hier überall so nach hinten zu laufen, aber hier sind überall Abgründe. Also ja. Wollte schon sagen, weil sonst wäre das Spiel ganz schön weitläufig gewesen. Boom. Okay. Diese Dinger, weiß ich nicht. Soll ich die töten oder muss ich die einsammeln? Lass mal versuchen, die irgendwie zu verlangsamen oder so. Hallo, Kleiner. Da muss ich hier schon rein überhaupt? Schau mich mal da oben nochmal um. Wo ich irgendwie jetzt schon richtig bin oder so. Ich muss ja alles erkunden, ne? Und da oben war ja auch noch so ein Frettchen oder was auch immer das war. Scheinen ja nicht rennen zu können irgendwie. Aber wir müssen ja da lang, ne? Also. Okay, das sieht schon wieder aus wie Kletterpassage. Verdammt. Wenn ich mich von hinten anschleichen oder so, irgendwas muss ich doch mit dem Ding machen, pass auf. Scheint auch keine Macht zu verbrauchen, wenn ich hier wirklich nichts mache. Was schon mal gut ist, weil boom, dann kann ich mich hier verklicken und es hat keine Auswirkungen darauf. Na, wo ist das Ding? Ich meine, ich war sehr nah an dem Ding heran. Vielleicht muss ich mich anschleichen. Ich finde das Viech jetzt aber nicht. Ich gehe jetzt nach unten. Boom. Nein.
So. Was ist denn hier unten los? Hat irgendwie so ein Ding gesehen, das kann ich doch bestimmt irgendwie anhalten mit der Macht, ne? Ja, ich habe angehalten. Okay. Kann ich nicht kaputt machen, okay. Meine Macht ist nicht stark genug. Okay, dann gehen wir weiter. Wo irgendwas rot ist. Weil man irgendwie gesagt, irgendwie, man kann nur blaue Sachen, man kann nur mit blauen Sachen mit der Macht interagieren. Und da war rot. Vielleicht brauche ich irgendwie, weiß nicht, Machtschub oder irgendwie sowas. So, ist das Viech jetzt wieder hier draußen irgendwo? Ich sehe überall diese Löcher. Keine Ahnung. Ich werde darauf zurückkommen, hoffentlich. Ein sicherer Ort zum Meditieren. Na, hier ist ein Speicher. Ah, was ist das hier? Ja. Da kann ich doch sicher rüberspringen, pass auf. Nö. Ja. So, meine Frage ist jetzt. Wenn ich hier drin sitze, heile ich mich. Da steht ausruhen, ja. Und dann würde ich das gerne noch mal probieren, ein paar Mal. Hey. Okay. ID1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur. Ich suche. Bin ich gar nicht so schlecht, dass ich mich mehr meditiert habe. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Oh. Hast du das gehackt? Danke. Okay. Jetzt habe ich so das Gefühl, wir müssen da lang. Was ist dann hier? Okay, das sieht jetzt aber nicht so aus, als könnte ich da. Okay. Ich muss noch herausfinden, wie man erkennt, wo man dran gehen kann und wo nicht, weil sonst wird das hier so ein kleiner Running Gag mit mir, wenn ich hier irgendwo überall runterfall. Okay, ich ruhe mich mal aus, ne? Ja, mit Wirk, ne? Ihr macht wieder hergestellt, Gegner sind respawned. Was gut ist, weil ich habe noch niemanden erledigt. Okay. So. Warte mal, da war doch irgendjemand. Alles, was rot ist, habe ich so rausgefunden. Kann ich mich dranhängen, oder? Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Erreiche das Gewölbe. Und da unten sieht man sogar, da ist eine rote Tür und so. Nicht schlecht. Oh, ich soll ja was machen, okay. Okay. Unerforschte Wege, Speicherpunkte. Cool. Wie kann ich die Karte aufrufen? Das ist jetzt mein. Ja, ich habe jetzt auf ein Steuerkreuz gedrückt. Okay, mit links sieht man sein Lichtschwert. Mit links packt man weg. So, okay, ich habe jetzt diesen Touchscreen-Dingens hier gehört. Ich wollte aber die Karte. Oh, Fähigkeitenbaum. Wie rufe ich die Karte auf? Das ist jetzt das, was ich herausfinden will. Keine Ahnung. Ich nehme an damit, aber geht jetzt gerade nicht. Aber wenn die nicht überall Abgründe wären, ne? Das würde ich hier versuchen mal. Aber das sieht schon wieder so weit aus wie hier. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ja, mal da lang.
Okay. Keine Ahnung, ich dachte, da läuft. Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Gott. Ich glaube, das sind so die Distanzen, die ich bis jetzt ja noch schaffe, ne? Wie hast du das gewusst? Halt, hast du nicht? Ich mach mal den hier. Ich weiß nicht. Muss ich die Dinger aktivieren, damit ich da irgendwie respawn oder so? Wäre so. Aber ich respawn, glaube ich, immer genau da, wo ich irgendwie gestorben bin, ne? Schon klar. Aber ich will mir da drüben mal was ansehen. Okay. Hier soll ich schon wieder nicht hin, ne? Dann gehen wir mal dahin. Okay. Nero geht schon wieder auf Erkundungstouren, wo er noch nicht hin soll. Man muss ja mal gucken, ne? Kennt ihr ja nicht auch, wenn ihr irgendwie auf eine riesengroßen Mission seid und dann stirbt ihr einfach, weil ihr einfach mal irgendwo was angucken wolltet oder so? Das passiert doch jeden Helden, ne? So. Nicht da hoch. Nö. Warte. Ah. Hat jetzt mal voll gebracht, aber. Ja, mit einem Lichtschwert. Ja. Mache mir Licht. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grease. Oh Gott. Octobokto. Okay. What? What? Alle seit deinen letzten Fähigkeiten Punkte erhalten der EP. Wenn du stirbst, verlierst du alle seit deinem letzten Fähigkeit Punkte erhalten in EP. Dann Schaden zu, der dich besiegt hat, um verlorenen EP zurückzuhalten und dein Lebens- und Machtanzeige maximal aufzufüllen. Okay. Mit einem Schlag, ey. Vielleicht sollte ich da noch nicht hin. Oh Gott. Ey, wenn ich jetzt schon mit einem Schlag kaputt gehe, ne? Aber ich habe doch gar nicht so wenig Schaden gemacht. Komm schon. Das sah jetzt nicht so. Ah, egal. Gut, ich habe sowieso keinen Erfahrungspunkt gehabt, also. Gut. Versuchen wir das nochmal. Aber nicht gegen dafür. Ich gehe mal weiter auf unseren Weg. Obwohl, da war noch ein anderer Weg. Bei diesen Ventilatoren. Wenn ich da runterspringen kann. Und da war irgendwas Blaues. Vielleicht gehe ich einfach da, versuche da so rein zu chargen und hol mir das. Und hau dann ab irgendwie so. Ja, weißt du was? Das versuchen wir mal. Ich will erstmal gucken. Oh Gott. Boom. So, jetzt zum Beispiel wieder so ein Ding. Kann ich dich nicht anhalten oder so? Gott, guck dich mal an, was hier los ist. Ach, da ist er mich so unten lang kann. Okay. Na, natürlich wurde ich davon getroffen. So, Gott. Okay. Echo Wahrnehmung. Sag mir, du warst es wert. Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Ah. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Geheimnis entdeckt. Dann machen wir so, wenn er bestimmte Objekte berührt. Berühren.
Na, bitte mach die Dinge aus, danke. So. Wenn ich mal wieder Bock habe, mich herauszufordern, mache ich die Dinger wieder an, ja. Gut, das sind so. Ich kann mir meine Macht erhöhen, das ist doch mal nicht schlecht. Wenn ich wollte. Wenn ich drei Dinger sammle, das ist doch nicht schlecht, ne? Was ist dieser Ball da oben? Das ist das, was mich noch. Ich dachte, der wäre blau, so ich kann da. Ey, warte mal. Ah, komm schon, da kann ich nicht hochklettern. Na. Aber hier kann ich hochklettern. Aber da komme ich, glaube ich, zurück, ne? Okay. Dann gehen wir mal wieder. Oh, die Dinge habe ich nicht abgestellt. So, kann ich meine Macht einsetzen, wenn ich irgendwo dran kletter? Ups. Ich habe es im letzten Moment noch gedrückt. Okay. So, lass mich mal da hoch. Gut. Boom. So, ich habe jetzt wirklich dieses Machtdingen, wurde auch irgendwie gespeichert oder so. Deswegen gehe ich mal kurz hin, ruhe mich wieder aus und dann gehen wir noch mal zu diesem einen Viech. Ich werde langsamer das Viech mal, hol mir dieses blaue Ding und stürme da wieder raus. Ist das eine Idee? Ja, ne. Das habe ich vor. Ich wollte jetzt nur sicher gehen, dass wir auch dieses Ding hier freigeschaltet haben. Und ja. Ich möchte doch schon gerne haben, was auch immer da ist. Wer weiß, vielleicht ist das irgendwie voll wichtig. Und wenn ich auf einen niedrigen Schwierigkeitsgrad spielen würde, dann... Oh, hi. Dann wäre ich wahrscheinlich sowieso in der Lage, das Viech zu erledigen. Also, denke ich mal, ist jetzt nicht so unmöglich, ob ich da kaputt hauen kann oder so. Also ja, versuchen wir nochmal. So, was auch immer du bist, du gehörst jetzt mir oder auch nicht. Lebensstand enthalten, ich habe es erhalten. So, boom, bin awesome. Außer geht jetzt wieder weg. Da finde ich gut. Man hat so, weiß nicht, so Freiraum irgendwie. Ich habe das Ding bekommen und das ist das Wichtigste. Das Viech, das mache ich ein andermal platt. Hauptsache, das Ding habe ich eingesammelt. Das ist das Wichtigste erstmal. Schön. Und ich hoffe, ich habe das noch. Wahrscheinlich jetzt nur, ich verliere Erfahrungspunkte, ne? Nicht Items und so. Das ist auch immer so die Logik, nachdem ich irgendwie Dark Souls spiele. Wo ich sehe irgendwas Schönes, oh, das sammle ich ein. Das wird von riesigen Dingen oder so überwacht, ist egal, ich sammle einfach ein. Wenn ich sterbe, habe ich halt immer noch. So klar. Jetzt kriege ich halt ein bisschen was. Okay. Außerdem habe ich das Gefühl, ich werde alles brauchen auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Und so Lebensessenz, so wie ich das jetzt gerade so flüchtig gelesen habe, ist genau das gleiche wie diese Machtessenz, ne? Wenn ich drei davon sammle, dann habe ich, ah, guck mal, oder fünf. Der Forscher. Volgado. Trenne die Zunge ab. So, wo kann ich jetzt sehen, wie viel ich von diesen Dingern habe? Irgendwo hier. Stärkt es langsam. Macht Abstimmung. Ich hoffe mal, ich habe das eingesammelt. Diese Tür bewegt sich nicht. Das habe ich mir schon so schon gedacht. Das Spiel macht tierisch Bock, ey. Ist jetzt. Ich habe das Gefühl, da schaffe ich nicht rüber. Nee, ich kann nicht so weit springen. Das habe ich für mich herausgefunden. So. Bin ich von hier gekommen? Ja, von hier bin ich gekommen, genau.
Dann gehen wir mal weiter. Brüder. Okay, da geht's. Sieht nicht sicher aus. Ich hoffe mal, da unten kommen wir irgendwann lang. Ja, ich sehe ja schon so Kabel und so. Dann nehme ich mal an. Irgendwann kommen wir dahin. Hi. Oh. Ja, Maulwurfsratten aus Fallout? Aua. Ja, muss schon sagen, ihr seid die Dinge aus dieser Vorschau, die ich den Kopf abgehackt habe. Schön. Ah, ich bin schon fast wieder tot, wenn das weitergeht. Stell mir nur vor, was passiert, wenn ich irgendwie so mehrere Gegner auf einmal hier begegne. Ey, oh Gott. Und da hinten sehe ich was. Was hat hier? Essen. Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Ja, das ist halt so sein Ding, ne? Wenn er Sachen berührt, dann kann er irgendwie die Macht daraus lesen, ne? So wie diesen Benjo. Ja. Ups. Hi, ich dachte, da wäre grün und ich kann da durch. Oh ja. Hey, das war ziemlich mutig. Alles okay? Warte, ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Ich bin Schrottsammler, ich weiß, was ich tue. Schon gut. Schön. Der Scope-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay. Versuch's. Ja, wie gut, dass Star Wars Hauptcharaktere sich immer mit Ruinen auskennen, ne? Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. No, ich kann immer nicht schwer anpassen. Gut. BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich bin schon selber raus. Ja, ich gehe einfach hier durch. Es wird schon gehen. Oh, ich kann einfach die machen. Na, ist klar. Versuchen, was das? Hallöchen, na? Truhe, die ich nicht öffnen kann. Macht ihr doch hier extra. Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Okay. Er hat nach links geguckt, also gehen wir nach rechts. Macht keinen Unterschied. So gut. Wart. Ja, mir geht's gut. Oh, bin schon wieder gleich tot. Helfen. Ein Heilungsstim. Ist voller Überraschungen. Oh Gott, mitten ins Herz. Das ist besser. Danke, Kleiner. Ja, aber ist das auch gesund? Das also, und auf ein neues. Ja, zum Heilen, aber sieht aus wie voll eine Droge oder so. Okay. Hier, komm. Hätte nützlicher sein können gegen dieses eine Fettviech, obwohl eigentlich nicht. Er hat mich gewonshottet, also. BD1, ja, kann neubares Sim behält dann heilen. Lass mich raten, dafür sind zwei da unten links, ne? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Jetzt halt Zugriff auf BDAs. Was? Ah, damit können wir jetzt. Und so können wir die Karte aufrufen, alles klar. Alles klarchen.
geblockt. Gut. Hm, schneiden. Warum nicht? Abkürzung freigeschaltet. Ah, oh, das ist gut. Schön. Was sind wir? Es gibt sogar Truhen. Was haben wir gefunden? Neuen Sender erhalten. Eno Cordova. Cordova. Ich will Teil auf Verbänken, alle Geist auf einen Mantis austauschen. Ah. Cool. Neuer Sender. Ich dachte jetzt Radiosender oder irgendwie sowas. Ist das hier Fallout? Kann ich mir ein Radio hier einrichten? Das wäre ja cool. Ach, jetzt sind wir hier, oder? Nee. Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Nee, ich dachte erst, wir wären wieder hier am Anfang. Wir sind ein Ding, wo wir runtergehen mussten. Und dann, nee. Das ist ein großer Käfer. Oh Gott. Anvisieren da. Yes. Wird gerne nicht gewone-shottet werden oder so. Boah. Wird schon wieder leicht tot. Wieso kann ich dich nicht anhalten? So, wie kann ich mich heilen? Damit. Okay. Ja, damit ist jetzt ein Ding weggegangen. Das gibt's doch jetzt nicht, Mann. Alles macht mich hier fertig, ey. Oh. Scan. Oh. Zeit für ein Stimpack. Oh, ich werde sowas von ablosen in diesem Spiel. Ich hoffe, es wird einfacher nach einer Zeit. Alter, da gehe ich nicht hin. Ihr habt ja Viech da hinten gesehen. Oh Gott, ich bin schon tot. Ja, ich bin tot. Aber ich habe keine Macht deswegen. Oh. So. Ich kann auch einfach blocken. Ich bin auch blöd, ne? Ich block einfach so. Block einfach und greife im richtigen Moment zu. So, so spielt man Spiele, ne? Aber ich denke mal, ich kann voll stylisch ausweichen, das reicht schon. Kann ich aber nicht. Das Ding ist richtig fett. So. Hey, einen Moment. Sind doch Plattformen, Mann. Ah, komm schon. Ja, das ist immer so eine Sache bei so Kletterspielen. Du weißt nie, wo du hingehen kannst, ne? Wir sollen versuchen, überall hochzugehen, ne? So, ich hätte gerne einen Speicherpunkt, weil wir nähern uns dem Ende des Parts. Was sagen, sind mir die Dinger hier ausgegangen? Stimpacks und so. Wie heißen jetzt so? Du hast alles fotografiert. Ja, das habe ich schon gemerkt. Grün bedeutet gehen, rot bedeutet stehen. Ich schaff's nicht. Das Ziel zur Holokarte hinzufügen. Truhen, ah, 0 von 5. Ich habe da eine gefunden. 11% erkundet, alles klar. So was finde ich immer gut. Dann weiß ich wenigstens, was ich noch erkunden kann und so. Hä. Komm schon, das sieht doch so aus, als könnte ich darüber springen, aber. Jawohl, endlich mal. Okay, oh Gott, da sind Viecher. Aber bevor ich hier irgendwie verreck. Oh. Und da ist der Speicherpunkt. Hm. Ich möchte jetzt hier nicht rumlaufen und weiß nicht, den ganzen Weg hier nochmal von vorn machen, aber da sind schon wieder Gegner.
Aber ich weiß, als wie ich die erledige. Ich block einmal, ne? Ich greife einfach wie ein Blöder an. Oh, wie alle Ausweichschritte machen, ey. So. Hier ist auch nicht mal was. Gott. Wo hängst du hin? Lockst du mich irgendwie zum Boss? Ja, irgendwie sowas. Okay, dich wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich schon irgendwie treffen, aber. Au, wo kommt ihr her? Wo kommt ihr her? Ich bin sowas von tot. Ich renne. Ich renne mal. Ah, hier sind noch mehr Gegner. Renn. Oh mein Gott. Oh, jetzt bin ich hier. Oh. Das Spiel ist so schwer. Und da ist ein Gegner. Den müsste ich aber, wenn ich hier runter springe, erledigen können, oder? Okay, was ist das? Ich habe was gefunden, das ist schon mal was. Wo willst du hin? Was war da drin? Da ist Dämmerung auf Borgona. Das war schon im Pausemenü. Von Kohle im Pausemenü wechseln. Hä? Oh, da ist ein Speicherpunkt, sehe ich gerade. Oh Gott, schaffe ich das? Oh Gott. Ah. Und Sicherheit. Und ich aus dem Leben und Macht zu regenerieren. Du musst nicht aus, um deinen Fortschritt zu speichern. Du musst dich aus, wie spawnen deine Gegner. Ja, das ist mir wert. Das hat Gefühl, ich muss ein paar Fähigkeitspunkte und so haben. Aha. Ich würde gerne meine AP und so erhöhen. Hallo. Das hat ein neuer Ort. Ich dachte, ich wäre jetzt wieder zu diesem einen Speicherpunkt zurück. Unbedingt zum Gewölbe. Das sind sogar. Ich habe sogar Erfahrungspunkte dadurch bekommen. Okay. Will ich schon da runter? Ich glaube nicht. Ich will mal versuchen, ein paar. Gott. Vielleicht ein Level up oder so zu kriegen noch, bevor ich den Part beende, damit ich vielleicht, weiß nicht, ein bisschen besser bin im nächsten Part. Also war ja, glaube ich, noch irgendwie so was, ne? Kann man uns da auch noch geben. Ne, warte, hier muss ich hin, ne? Hier muss ich hin, dann bin ich hier rüber gesprungen. Und dann ist da, wo ich hin muss. Alles klar. Boah, da hätte ich voll einfach hingehen können. Na, was ist hier? Hier war ich noch nicht. Da komme ich, glaube ich, nicht hin. Was? Ich hab doch. So. Gott. Gott. Hilfe. Hilfe, ich brauche Drogen. Also irgendwas. Gott. Alter. Oh Gott. Gib mir das, was auch immer das ist. Lagerfeuer von Dark Souls. Wir hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Sie nannten sie Beinock. Okay, ich habe hier richtig Stress bei jedem einzelnen Kampf. Ich liebe es. Keine Ahnung, ey. Ich habe richtige Panik hier vor jedem einzelnen Kampf bisher. So, ich euch kaputt. Strategisch habt ihr das Ding gesehen. Was? Okay, Fähigkeitspunkte halten. Den würde ich gerne ausgeben, wenn es geht. Bevor wir im Part beenden. Ei, ei, ei.
Ich sehe aber noch irgendwas. Und ja, meine Stimpacks tun sich neu aufladen, wenn ich mich heile, wenn ich mich ausruhe. Alles gut. So. Speicherpunkt. Speicherpunkt. Ja, wo war jetzt nochmal der Speicherpunkt? Ne? Ich habe gesehen, man kann sich seine eigene Lebensenergie erhöhen, ne? Und dann ist das, was ich dort direkt schon mal haben will. So. Ne. So. Und safe. Oh. Ja, das Spiel macht richtig Bock. Fähigkeitenbaum. Und zwar, obwohl, was haben wir hier noch? Kreisverteilung verbessert sich da vielleicht irgendwas weniger Block Ausdauerschaden. Nee. Ich hätte gern das hier. Karls maximal Leben erhöht sich. Maximales Leben erhöht. Ich meine, warum sollte ich nicht das nehmen? Klingt so irgendwie nach dem Klügsten, was ich hier im Moment machen kann. Ah, dann ruhen wir uns mal kurz aus. Neben Fokus, dem Welter und Gegner zum Respawn, ja. So, ich sehe, hat jetzt mein Lebensbalken ein bisschen erhöht. Ich habe jetzt, ich sehe jetzt nicht so direkt einen Unterschied. Aber egal, das Spiel wurde gespeichert. Und ja, wir können dann weitermachen. Vielleicht gehen wir erstmal da oben hin. Weil da bin ich ja stehen geblieben, mehr oder weniger. Und dann machen wir erstmal weiter. Mal schauen. Ich muss hier unten lang, oder? Nee. Warte mal, ich musste da irgendwie da runter irgendwo. Ich bin schon wieder an einem anderen Speicherpunkt. Ich komme ja noch gar nicht klar mit der Karte und so. Aber gut. Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.